In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du bei Instagram die Highlights, einen anklickbaren Link generieren kannst. Legen wir los. Ich habe mal dafür mein Handy gespiegelt. Ich bin bei Instagram schon eingewählt auf meiner Profilseite und als Anschauung, als Beispiel nehme ich mein Highlight Reels. Unten rechts klicke ich jetzt auf Mehr, auf die drei Punkte. Und hier siehst du schon bereits Highlight-Link kopieren. Da klicke ich einmal drauf. Dann ist es in der Zwischenablage. Und nun habe ich diesen Link und den kann ich überall verteilen. Entweder auf Instagram, ich könnte auch mir eine neue WhatsApp-Nachricht aufmachen oder aber bei Facebook in meiner Story posten oder aber in meinem Feed. Ich zeige dir aber jetzt bei Instagram, ich gehe unten rechts auf die Startseite, oben rechts auf die Direktnachrichten und schreibe jemanden, du könntest ja hier was schreiben und dann sagst du Link einfügen, also einsetzen und somit versendest du deinen Link von dem Highlight Reels in dem Fall jetzt bei mir. Dann haben wir noch eine andere Variante, wenn du bei Instagram am Desktop eingewählt bist. Hier können wir auch die Reels bzw. mein Highlight Reels auch kopieren und versenden. Das zeige ich dir jetzt auch. Hier habe ich mich jetzt am Desktop bei Instagram eingewählt. Und hier sehe ich jetzt auch mein Highlight Reels. Und hier ist es so, der Arbeitsschritt, du gehst hier unten drauf, dann sehe ich mein Highlight. Und jetzt muss ich oben in die URL hier oben reingehen, quasi im Browser, rechte Maustaste kopieren. Und somit habe ich jetzt den in der Zwischenablage. Du kannst in dein E-Mail-Postfach gehen. Ich zeige dir jetzt den Weg, machst dir eine neue E-Mail auf. Und hier könntest du sagen, rechte Maustaste einfügen oder Steuerung Fett. Im Betreff schreibst du dann halt rein Thema. Und dann kannst du dich hier noch entscheiden, was du hier reinschreibst. Hier eine kleine Anleitung und dann drückst du ganz einfach auf Senden. Ja, das war's, was ich dir gerne zeigen wollte, wie du wirklich ganz einfach Highlights, den Link generieren kannst und versenden kannst. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nacharbeiten.